Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Hartmann, wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen.
Möglichkeit auf Ja sagen. Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann.
gefolgt. Stefan repariert. Ja, ich musste nur ein wenig basteln. Aber das Funkgerät ist hinüber. Großartig. Immer weiter zum Ziel. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Erledigt. Bringen Sie uns zur Kathedrale, Kerz. Thank you.
Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt?